So, wieder dieser schöne Tunnelpfad, durch den Felsenatter jetzt besiegt wurde. Da, 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 da. Wir rennen durch einen Tunnelpfad. Ein verschlafenes Pokémon ist in Plusmania City aufgetaucht. Aha. Und hier sind wir schon auf Route 7. Hier geht's wieder nach Safronia City. Wir werden aber wieder nicht durchgelassen. Hier haben wir noch hohes Gras. Aber erstmal betreten wir Prismania City und den wunderschönen Pokémon Center. Hallo. Ich möchte meine Pokémon heilen. Ja, okay. Danke. Wir werden diese neue Stadt aber noch nicht erkunden. Denn da war ja noch ein Trainer oder jedenfalls ein Mann. Vielleicht ist das gar kein Trainer. Aber wir müssen da nochmal hin zurückrennen. Tut mir leid. Haben wir jetzt ein Fahrrad? Das habe ich auch noch nicht auf Select gelegt. Das mache ich mal eben. Fahrrad. Doch. Damit können wir jetzt nämlich einfach auf Select drücken und Fahrrad fahren. Ich finde das immer zu schnell und fahre mal gegen Wände. Ja. Oh, na super. Jetzt aber. So, sowas meine ich. So, nochmal eben den alten weisen Mann hier befragen. Ha. Okay, die Spiele mögen beginnen. Ach, das ist schon wieder ein Spieler. Der hatte letztes Mal, glaube ich, Pokémon gegen die Onix gut kämpfen konnte. Okay, jetzt nicht. Aber das schaffe ich trotzdem mit Raserei. Hoffe ich einfach mal. Oh Mann, du Arsch. So ein Schwein. Also das war wirklich ein Schwein, oder? Finde ich schon. Solange er jetzt nicht Blubber macht, was er höchstwahrscheinlich macht. Oh, Duplex Heap. Vielleicht kann er ja gar keinen Blubber. Oh, Aquaknarre ist ja noch schlimmer. Mann. Ja, ich mache hier nur Scheiße. Oder irgendwie ist das auch Pech, weil... Ich komme extra wieder zurück, um Onix zu trainieren und dann hat er ein Wasser-Pokémon. Ja, stirbt doch. Vielleicht ist Onix auch einfach schlecht. Ich werfe ihn aus dem Team. So. Dafür kriegt er einen Rankenhieb. So. Übrigens, ich wollte noch das Geheimnis lüften, wie ich meine Pokémon eigentlich ausgewählt habe. Also die ich ins Team nehme. Ich will ja nicht so tun, als würde da ein Plan hinterstecken. Ich habe die einfach per Zufall ausgewählt, vorher. Bevor ich das Let's Play gestartet habe. Metronom! Und zwar, indem ich bei PokeWiki immer auf zufällige Seite gedrückt habe. Ja. Geil, oder? Das war ein Risikotackle. Haben wir uns glatt selbst bei verletzt. Aber das macht nichts. Also Metronom ist im Moment zuverlässiger. Riechsalz. Okay. Als Onix, was man ja nicht denken würde, ne? So eine scheiß fette Fee ist besser als eine Schlange aus Stein. Knapp vorbei ist auch daneben. Schlauer Spruch. Der hatte letztes Mal auch so einen schlauen Spruch. Kröte. Ach du große Güte. Schon die letzte Entwicklung, meine Damen und Herren. Bisaflor. Unbelievable. Man kann nicht immer gewinnen. Das finde ich jetzt irgendwie ganz schön früh. Wir haben jetzt unseren dritten Orden und schon ist Bisaflor ausgewachsen. Nee, ist es ja nicht. Das kann er nach Attacken erlernen. Im Gegensatz zu Pixie.
So, jetzt können wir aber mal die Stadt erkunden. Das hohe Gras hier lassen wir links liegen. Da gab es zwar früher immer Fukanos. Ich weiß nicht, ob das in dem Remake auch so ist. Aber ich habe ja gesagt, wir fangen nicht alle Pokémon, also brauchen wir da auch gar nicht nachzugucken. Hallo. Halte dich aus Team Rockets Angelegenheit raus. Team Rocket in Prismania City. Was sagen Sie dazu? Ich bin von Fuchsania City aus dem Radweg hinaufgefahren. Und Sie? Wenn ich ein Fahrrad hätte, würde ich den Radweg benutzen. Und Sie? Die Pokéflöte weckt Pokémon mit einem Ton, den nur Pokémon hören können. Komisch, warum höre ich den dann auch? Ich bin ein Pokémon. Okay. Dann wollen wir doch mal Prismania City erkunden. Und immer noch im Hinterkopf behalten, im Pokémon-Turm ist irgendwas los. In Lavandia City. Hallo. Quappo ist mein bester Freund. Es entwickelte sich, als ich einem Quapuzzi einen Wasserstein gab. Quappo, Quappo. Mhm. Tipps für Trainer. X-Treffer erhöht die Genauigkeit von Attacken. Angriffsplus erhöht die Wahrscheinlichkeit, einen Volltreffer zu landen. Diese Items kannst du im Einkaufszentrum von Prismania City kaufen. Items, die ich nie verwende. Und hier haben wir die Prismania Villa. Ein sehr schönes Gebäude. Eigentlich ist dieses gesamte Gebäude ein Easter Egg oder so. Naja. Piep, piep, piep. Nidoran. Hallo, alte Oma. Du solltest dein ganzes Geld nicht für Getränke ausgeben. Versuch das hier. Danke. Einfach mal so einen Tee geschenkt. Gegen Durst ist nichts besser als heißer Tee. Er ist einfach am besten. Das finde ich jetzt ja nicht. Also ich liebe Tee, aber nicht um Durst zu löschen. Miau. Danach hat man eher noch mehr Durst. Naja, was steht hier eigentlich? Prismania Villa Manager Suite. Okay. Ein schönes Bild eines Pokémon. Es scheint sich wohlzufühlen. Ja, sieht aus wie ein riesiges, grünes, fettes Pokémon. Ja, wir gehen jetzt diese ganze Villa entlang, die ziemlich riesengroß ist. Und gucken mal, was wir hier so entdecken. Game Freak Konferenzraum. Moment mal. Game Freak? Sind das nicht die Entwickler von Pokémon? Ja, richtig. Die Entwickler haben ihr eigenes Haus und sich selbst in das Spiel eingebaut. Ich frage mich nur immer, was... Ah, nee, das ist einfach total crazy, ey. Game Freak Entwicklungsabteilung. Hallo. Die Geschichte stammt von mir. Ist Erika nicht süß? Aber Misty mag ich auch gerne. Und nicht zu vergessen Sabrina. Also die reden sogar in dem Spiel darüber, dass sie das Spiel entwickelt haben, in dem man gerade ist. Das ist einfach voll geil. Ich bin der Grafiker. Ich habe dies alles gezeichnet. Ich? Ich bin der Programmierer. Gefällt dir das Spiel? Ich habe das Spiel gestaltet. Auch wenn es sehr mühsam ist, den Pokédex zu erstellen, gib nicht auf. Zeige ihn mir, wenn er komplett ist. Ja. Das ist eigentlich das Ziel, wenn man alle Pokémon hat. Und ich habe immer gedacht, dann passiert irgendwas richtig Geiles. Und dann spricht man den anderen und dann sagt er, herzlichen Glückwunsch, du hast alle Pokémon gefangen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, weil ich habe das ja schon tausendmal erzählt, nur 150 Pokémon hatten und nicht 151. So, hier ist irgendwie der Weg versperrt, aber da ist noch was. Sollten wir uns merken. Ja, also... Ach, was mache ich denn? Darum, ich habe mich immer gefragt, ob was anderes passiert, wenn man 151 hat, aber eigentlich gibt es ja 150 offizielle. Naja. So, hier ist ein Mann, der nach oben guckt. Ah, oh, ich habe meine Zunge verbrüht. Die nette alte Dame in der Villa gab mir Tee, aber er war kochend heiß. Ich muss ihn erst abkühlen, ehe ich ihn trinke. Da fällt mir ein, was bringt er eigentlich? Kommt mir gar nicht bekannt vor, das Item. Ein aromatischer Tee, der von einer alten Dame zubereitet wird. Auch großer Durst wird damit gelöscht. Moment mal. Hä? Das ist ja völlig anders als im Originalspiel. Das ist ein Basis-Item. Okay, aber da kommen wir zu, wenn es soweit ist. Aber das ist ja komisch. Warum haben wir das gemacht? Hier haben wir im Prismania City Einkaufszentrum findest du alles, was du brauchst. Ja. Das ist das, wovon uns schon jemand berichtet hat, aber erstmal frage ich dieses wunderschöne Kind, das um einen Springbrunnen herumläuft. Ich hab Smogon auf der Zinnoberinsel gefangen! Es ist nett, doch wenn man es ärgert, atmet es Gift aus und darum bin ich jetzt todkrank. Die Spielhalle schadet dem Ruf unserer Stadt. Was soll das denn heißen? Ich bin täglich in der Spielhalle. Kleiner Witz.
Ja, das Einkaufszentrum. Ein riesiges Gebäude. Willkommen im Einkaufszentrum von Prismania City. Auf der Tafel rechts findest du eine Übersicht. Hier haben wir die Kundeninformationen, Zubehör für Trainer, Videospiele-Shop, Geschenkeartikel, Drogerie und den Dachgarten mit Automaten. Dann wollen wir doch mal auf Shoppingreise gehen. Wir benutzen die Treppe, weil... Was bringt uns der Fahrstuhl? Ja, wir wollen ja uns fit halten. Nützliche Items für Trainer, Zubehör für Trainer, das ist natürlich das Wichtigste. Erstmal die Leute fragen, was sie uns so empfehlen. Von längeren Ausflügen solltest du Beleber kaufen. Okay. Gut, dann machen wir das doch. Wenn die das sagt, mache ich das. Hallo. Oh, hier gibt's TMs. Brüller, Hyperstrahl, Schaufler, Durchbruch, Geheimpower, Anziehung. Ah, ich benutze TMs ziemlich selten, aber sind schon gute dabei, ne? Sollte man sich merken. Hyperstrahl und so. Ich hätte erstmal gerne Superbälle. Oder? Wie viel habe ich denn davon? 16? Brauche ich eigentlich keine. Okay, kaufe ich einen. Weil, jetzt habe ich schon gesagt, dass ich einen will. Da hat er sich schon so gefreut. Das konnte ich ihm nicht antun. So, und dann noch ein Beleber. Haben wir sogar schon zwei. Wusste ich gar nicht. Hätte ich wahrscheinlich schon mal die ganze Zeit einsetzen können. Naja. Gut, das war's auf dieser Etage. Mehr möchte ich im Moment nicht. Mal gucken, was uns auf der nächsten erwartet. Videospiele-Shop. Hier können wir, glaube ich, gar nichts. Jedes gefangene Pokémon erhält eine ID-Nummer und wird mit dem Namen des Originaltrainers OT registriert. Der OT ist der Trainer, der das Pokémon gefangen hat. Ich habe schon immer gefragt, was das bringt. Ist das nicht einfach nur fürs Spiel? Also im späteren Edition kann man dann irgendwas gewinnen, wenn man eine bestimmte Nummer hat, aber trotzdem. Hallo, ich habe kürzlich Pokémon durchgespielt. Du bist noch nicht so weit, vielleicht hilft dir das hier. Ich denke an die Attacke Konter. Nicht, dass ich mich darauf verlassen würde. Ja. Diese Attacke kann nur einmal erlernt. Ach so, nö. Würde ich nicht. Okay, der ist neu. Er sagt, er hat Pokémon durchgespielt. Das ist einfach die Fourth Wall. Komm, Georock. Ich bin Georock-Sammler. Nanu? Georock hat sich zu einem anderen Pokémon entwickelt. Cool, mein Kumpel tauscht seinen Kangama gegen meinen Georock. Ja, damit wird einem wohl subtil gesagt, dass sich Georock entwickelt, wenn man es tauscht. Anhand ihrer ID-Nummer kannst du Pokémon, die du bei einem Tausch erhalten hast, identifizieren. Super. Ja, das ist aber sehr schade mit dem Tausch, weil wenn man niemanden zum Tauschen hat oder so, oder das wie wir auf einem Emulator spielen, geht das nicht. Oder vielleicht geht das auch trotzdem, aber naja. Ich kaufe ein Geschenk für meine Freundin. Sie freut sich bestimmt über eine Poképuppe. Ich habe einen Tipp bekommen. Du kannst vor wilden Pokémon fliehen, wenn du sie mit einer Poképuppe ablenkst. Okay, die empfehlen mir Poképuppen. Eine hübsche Puppe, sie ermöglicht die Flucht im Kampf gegen wilde Pokémon. Als könnte man das nicht auch so. Aber wenn die das sagen, kaufe ich zwei davon. Irgendwie habe ich in Erinnerung, dass hier früher viel mehr zu kaufen war. Oder ich habe immer nur mehr gekauft. Ich weiß nur immer, dass ich, wenn ich zum ersten Mal hier war, mein ganzes Geld ausgegeben habe. Nur hier kannst du leistungsfördernde Mittel für deine Pokémon kaufen. KP Plus hebt die Basis-KP eines Pokémon. Calcium steigert die Stärke von Spezialattacken. Zink hebt den Basiswert der Spezialverteidigung eines Pokémon. Carbon erhöht die Initiative. Ich glaube darum, weil ich das alles gekauft habe, was er gesagt hat. Ich bin wegen der leistungsfördernden Mittel für Pokémon hier. Protein steigert die Angriffsstärke. Eisen stärkt die Abwehr. Ja genau, weil das ist ziemlich geil. Ich habe das immer alles gekauft und es ist ziemlich teuer. Das hier alles nicht. Nee, das gefällt mir alles nicht. Aber das, was der hier hat. Mal sehen, ob ich alles schaffe. Oh, könnte knapp werden. Aber ich finde, bei Pokémon hat man eh immer genug Geld. Zu viel, meine ich. Die Frage ist nur, wem gebe ich das? Kann man sich ja nie entscheiden. Ich habe nicht genug Geld, oh. Ja, Zink und Carbon geht wohl nicht.